Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 1070. Heute mal wieder zu unserer absoluten Kernsendezeit. Um 0.29 Uhr fange ich an, das Video aufzunehmen. Ich bin nämlich gegen Mittag eingepennt. Na gut, am frühen Nachmittag eingepennt und war dann erst gegen 23 Uhr wieder wach. Und habe dann bis gerade eben den Themenzettel fertig gemacht. Es sind allerdings nur 5 Themen, denn ich will einigermaßen effizient durchkommen. Ich bin nämlich im wahrsten Sinne des Wortes am Verhungern. Heißt, ich will jetzt nicht 90 Minuten reden, sondern eher so 30 bis 40. Aber das seht ihr dann schon. Ihr kennt ja das Spiel mittlerweile. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Und ja, heute ist es tatsächlich so, dass ich mich über die Themen, na, was heißt über die Themen freue, ist falsch. Es sind ziemlich ernste Themen, aber das sind Themen, die wir noch nicht 20.000 Mal hatten, weil es da sogar ein klein wenig Abwechslung gab heute in der Presse. Was an Pfingsten ziemlich überraschend ist. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass es heute wieder so ein richtiges, müßiges, man gräbt sich durch Sachen, die man gestern und vorgestern und vorvorgestern schon 10-mal gelesen hat, wird. Aber ich bin positiv überrascht worden, in Anführungszeichen, die Themen sind nämlich weniger positiv. Ich habe tatsächlich ein paar Themen gefunden, die zwar jetzt auch nicht alle brandneu sind, aber die zumindest mir noch nicht zu den Ohren raushängen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es ja gestern schon gesagt, es ist echt ätzend, dass in absurdes Teil immer in Dauerschleife der gleiche Irrsinn läuft. Mir wäre es lieber, ich könnte einfach den ganzen Tag mit euch Karten spielen, aber das geht natürlich nicht. Deswegen legen wir los und gucken mal, was abgeht im besten Absurdistan aller Zeiten. Und das ist so einiges. Da haben wir nämlich zuerst was Lustiges in Anführungszeichen von der Weltzeitung. Die Weltzeitung berichtet mal wieder über das Gloria Sophiechen, nämlich die dolphistanische Möchtegern-Prinzessin. Die damit aufgefallen ist, dass sie trotz angeblichem Hochschulabschluss es noch nicht mal hinbekommt, ein paar gerade Sätze bei Instagram unter ihre Fotos zu schreiben. Da kommt dann so ein Bot-mäßiges raus wie: Heute war ich in Frankreich ein paar Kuchen essen. So schreibt man mit 23 Jahren offensichtlich seine Fotobeschreibungen. Naja, das war natürlich nicht der Grund des Anstoßes, warum wir über die Dame geredet haben. Wir haben über die Gloria Sophia schon einige Male gesprochen, weil es offensichtlich so üblich ist bei der Bagage von Sidolphus den 12., während alle anderen zu Hause weggesperrt sitzen, von A nach B zu fliegen. Nämlich konkret nach Südfrankreich und nach Spanien und wo sie nicht alles war, während Sidolphus der 12. die Südistane am liebsten zu Hause eingesperrt hätte, sie teilweise sogar zu Hause eingesperrt hat. Also das eine ist eben das eine. Sidolphus eigenes Töchterchen kann durch die Welt reisen, wie sie will. Und das andere ist eben das andere. Die Südistaner, die sollen gefälligst zu Hause hocken, weil wir haben ja Zombie. Das war der ursprüngliche Grund, warum wir über die Dame gesprochen haben. Nach außen hin Wasser predigen, nach hinten Wein saufen, denn es ist auch nicht das einzige. Der einzige südistanische Abkömmling gibt dann noch das andere, möchte gern südistanische Prinzesschen, die während die Absurdistaner eingesperrt waren, mal eben von Süddeutschland nach Norddeutschland gefahren ist zum Bonnyschubsen. Also, was für den gemeinen Pöbel gilt, das gilt eben nicht für die eigene Familie, nicht wahr, Sidolphus? Mittlerweile dreht sich Sidolphus ja um 180 Grad. Jetzt hat er das Ganze von hinten aufgezäumt, das Pferd im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt, nachdem die Bundestagswahl so krachend gegen die Wand gelaufen ist, jetzt plötzlich ist er ja Team Freiheit. Jetzt will er ja nichts mehr wissen davon, dass er die Leute weggesperrt hat. Jetzt will er ja die Volksfeste und so alles wieder haben. Was vor einem Jahr noch ganz, ganz andere Töne waren. Aber gut, da erinnert ihr euch dran, das muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Ein bisschen, zumindest geringfügig vorhandenes Langzeitgedächtnis sollten die Absurdistaner ja eigentlich besitzen. Gucken wir aber mal, was das Gloria Sophiechen diesmal gemacht hat. Ja, sie fliegt mal wieder sonst worum. Solange sie das selber bezahlt, soll sie machen. Ist nicht mein Problem. Ein bisschen schwierig ist es, wenn wir das Ganze finanzieren. Aber man könnte ja jetzt argumentieren, na, die ist doch 23. Die verdient doch ihr eigenes Geld. Sie arbeitet doch. Da kann sie doch machen, was sie will. Ja, wenn dem so wäre, absolut. Nun hat aber Gloria Sophiechen selber gesagt, dass offensichtlich Sidolphus der 12. für sie zahlt. Das heißt, die Eskapaden während heiliger Hausarrest bei Zombie mal eben nach Frankreich zum Kuchenessen zu reisen. Die Eskapaden haben mutmaßlich tatsächlich wir bezahlt. Das ist nun keine Verschwörungstheorie, sondern eine Aussage von der Gloria Sophie selbst. Könnt ihr im Weltzeitungsartikel nachlesen. Sie hat nämlich heute groß angekündigt, oder es wurde heute groß angekündigt, dass sie aus der Jungen Union ausgetreten ist. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erzähle ich euch gleich. Gloria Sophiechen war, ja, wie sich das eben so gehört, in der Jungen Union, will da nun austreten, hat nun ihren Rücktritt oder ihren Austritt bekannt gegeben, weil sie gern politisch neutral sein möchte. Das Gloria Sophiechen, was in den letzten Monaten auf Biegen und Brechen versucht hat, irgendwo in die Öffentlichkeit zu drängen, über die Schiene Politik. Will jetzt politisch neutral sein, wollte die nicht vor ein paar Wochen noch eine eigene Partei gründen, hatte zwar kein Programm, aber hatte Bock, eine Partei zu haben. Naja, gut, muss man auch nichts weiter zu sagen, es passt irgendwie zu ihren Videobeschreibungen, zu ihren Fotobeschreibungen, so rum. Ich weiß gar nicht, ob die Videos macht, ich will es auch nicht wissen. Sie will nun also neutral sein, um mehr Modelaufträge an Land zu ziehen, weil das ja dann eventuell besser laufen könnte, wenn sie politisch neutral ist.
Also erstens muss man dazu sagen, Gloria Sophiechen, du bist ein bisschen zu alt. Du bist nämlich schon 23. Wenn du da wirklich international richtig durchstarten willst, dann musst du ein bisschen eher mit anfangen. Aber okay, ich will dir die Hoffnung jetzt nicht nehmen. Kann ja sein, auch mit 23 ist das jetzt nicht so das aller... Ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es doch klappt. Aber Gloria Sophiechen, du siehst halt aus wie jede Dritte auf Instagram. Da ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, das wird das Ganze etwas schwieriger machen. Wäre da nicht Herr Töchterchen von so und so, wäre das auch mit den Promi-Partys in Spanien nicht unbedingt so am Laufen, kann ich dir garantieren, würdest du nicht bei irgendwelchen Luxusimmobilienhändlern auf dem roten Teppich flanieren dürfen. Aber in Ordnung, das sind jetzt irgendwie so die Sachen, die sie privat tut, das sei ihr gegönnt, jeder wie er mag. Jetzt kommt aber der kritische Punkt. Sie hat nämlich mitgeteilt, das könnt ihr als Zitat nachlesen im Weltzeitungsartikel, dass Sidolfus ja froh sein wird, wenn er nicht mehr für sie zahlen muss. Denn wenn sie politisch neutral ist, dann kämen ja auch mehr Aufträge rein. Ah ja. Okay. Wir haben also eine 23-Jährige mit einem angeblichen Hochschulabschluss, die auf Papas Kosten lebt, der wiederum auf unsere Kosten lebt. Runtersubsumiert bezahlen wir Gloria Sophiechens Eskapaden. Geil, gut zu wissen. Also ist doch schön, wofür Steuergelder fließen. Gut, das wird er ja von seinem privaten Gehalt zahlen, was aber wiederum auch unsere Steuergelder sind. Also naja, so schließt sich der Kreis. Also wenn einem vor einigen Monaten noch vorgeworfen wurde, man wäre ja so gemein, weil sie hat doch ihr eigenes Geld und das geht doch keinem was an, wofür sie es ausgibt. Ja, dann kann man da jetzt relativ gut kontern. Moment, wenn das denn ihr eigenes Geld wäre, das sie selbst erwirtschaftet hat, meinetwegen durch ihre Aufträge, sofern es denn welche gibt, dann kann sie damit tun und lassen, was sie will, absolut. Wenn sie aber auf Sidolfus Kosten lebt und das wiederum unsere Gelder sind, dann sehe ich das ein bisschen kritischer. Erst recht, wenn davon dann solche Eskapaden finanziert werden wie halbe Weltreisen, während der Rest Absurdistanz im Zombiehausarrest sitzt. Aber lass mal Gloria Sophiechen mal Gloria Sophiechen sein. Ich finde es ein bisschen erbärmlich, mit 23 noch auf Kosten der Eltern zu leben. Aber auch hier, jeder wie er mag natürlich. Man kann es sich ja leisten mit 20.000 pro Monat als Ministerpräsident. Aber gucken wir uns jetzt die deutlich ernsteren Thematiken an. Da haben wir nämlich, ja, was nehmen wir denn als erstes? Da haben wir was von der Tagesschau, was möglicherweise mal wieder in die Richtung geht. Ich habe es euch ja gesagt, um mal Sheldon Cooper zu zitieren. Aber wie war es? Sheldon wollte nicht sagen, ich habe es euch ja gesagt. Er hat dann gesagt, ich habe euch dahingehend informiert. Dann könnte man auch verwenden, diese Formulierung. Die Tagesschau berichtet nämlich, dass die Kommunen nun gegen einen kurzen ÖPNV-Sommer sind. Worum geht's? 9-Euro-Ticket. Ja, überlastete Züge, entgleiste Züge, hat jetzt nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun, hoffe ich doch. War wohl eher irgendwas an der Gleisanlage nicht ganz korrekt, wird wohl ein technisches Problem gewesen sein. Überfüllte Züge, Bundespolizei muss räumen, Züge, die gar nicht losfahren können, weil sie einfach hoffnungslos überladen sind. Saufgelage in Urlaubsorten, also hat sich bisher eher mit Problemen hervorgetan. Unzufriedene Kunden, weil sie nicht befördert werden konnten und Kunden, die behandelt werden wie Schwerverbrecher, einfach weil sie von ihrem Recht auf Beförderung Gebrauch machen wollen, weil eben nicht mit einem erhöhten Kundenaufkommen offenbar gerechnet wurde, obwohl das absolut absehbar war und man verplant hat, die Kapazitäten zu erhöhen. Ist also bisher eher eine Chronik des Scheiterns. Wirtschaftlich ist es schon gar nicht, heißt, wir finanzieren den ganzen Spaß auch noch durch unsere Gelder, wird nämlich subventioniert und zwar bis zum Umfallen. Nun finden die Kommunen es nicht so gut, dass das Ganze ja bereits Ende August wieder ausläuft. Sie wollen eine dauerhafte Lösung. Und ist das nicht genau das, was ich euch vor ungefähr einem Monat schon gesagt habe? Das ist eine Salamitaktik mal wieder. Man stellt sich hin, fängt an damit. 3 Monate lang ist ein 9-Euro-Ticket. Und das ist die Einfallstür, um das Ganze dauerhaft zu implementieren. So, klingt ja erstmal schön. Dauerhaft für 9 Euro durch Absurdistan gondeln, sofern man denn noch reinpasst in den Zug. Können wir demnächst die Bahnschieber einstellen, wie in Tokio. In Japan, wo dann die Leute in die U-Bahn geschoben werden. Ja, da gibt es wirklich Leute, die schieben die Leute rein und mit die Türen irgendwie zugehen. Können wir in Absurdistan dann auch einführen. Gibt es ja noch genug Steuergelder, was wir für rausballern können. Demnächst gibt es noch mehr Steuereinnahmen, reden wir auch gleich drüber. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Sie wollen nun also eine dauerhafte Lösung. Wer ein klein wenig in Wirtschaft in der 8. Klasse aufgepasst hat, der weiß aber, dass man normalerweise Ausgaben auch wieder reinbekommen muss. Wenn man also was ausgibt, Wartung der Züge, Personal, Betrieb der Züge, alles was eben so dranhängt, um den ÖPNV am Laufen zu halten, Busse und so kommen ja auch noch dazu, Kraftstoffe, Energiepreise, dann muss man auch irgendwo Einnahmen haben. Denn sonst schreibt man rote Zahlen, dann geht man pleite, ist man insolvent, ist der ÖPNV kaputt. Heißt, man muss irgendwo Geld herbekommen, was normalerweise über die Ticketverkäufe läuft. Man verkauft ein Ticket, der Nutzer kauft das Ticket, freiwillig im besten Fall, fährt damit, weil er es gut findet, weil er von A nach B kommt und weil es ihm Spaß macht, damit zu fahren. Und durch diese Einnahmen sollte sich dann der Service refinanzieren. Ja, funktioniert in der Realität nicht ganz so gut, dank politischen Eingriff, aber
So ist eigentlich die Grundidee. Wenn man nun für 9-Euro-Tickets rausknallt für einen ganzen Monat, dann ist es relativ klar, egal wie viel man davon verkauft, man kann die Kosten nicht decken. Auch wenn man die Kapazitäten erhöht, wenn man die Leute auch alle befördern kann. Denn mit erhöhten Kapazitäten steigen auch wieder die Kosten, die es verursacht, Wartung und so weiter und so fort. Mehr Waggons, die angeschafft werden müssen, mehr Züge, mehr Mitarbeiter, die gebraucht werden. Heißt, steigen die Kosten bei ziemlich nach unten gehenden Einnahmen. Im besten Fall noch konstant bleibenden Einnahmen, weil der gleiche Kundenstamm dann irgendwann immer das 9-Euro-Ticket kauft. Hat man aber dann hier die Einnahmen und da hat man die Ausgaben. Geht also nicht sonderlich gut Hand in Hand, was das angeht. Das muss ich, glaube ich, auch nicht wirklich erklären. Das dürfte einleuchten. Und da muss nun eine Finanzierungsidee her. Und da gibt es auch schon den ersten Vorschlag, denn man könnte ja, es wurde jetzt erst noch schön so ein bisschen populistisch gesagt, man will ja ein flächendeckendes ÖPNV-Land werden. Also ausbauen will man auch noch, ergo steigende Kosten. Und das brauche dringend eine solide Finanzierung. Ah, eine solide Finanzierung. Heißt also, wenn man es nicht über die Kunden reinkriegt, das Geld, dann gibt es eigentlich nur ein bis maximal zwei Möglichkeiten, wo man Geld herziehen kann. Nämlich beispielsweise, Juna, nicht randalieren. Nämlich beispielsweise über Steuereinnahmen, Subventionen, Steuergelder, für die wir alle wieder aufkommen. Direkte Steuern in dem Fall. Ob das ewig lange vom Haushalt her so umsetzbar ist, ob da nicht irgendwann vielleicht doch die Absurdistaner auf die Barrikaden gehen, wenn da, naja, Steuergelder im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt werden. Wahrscheinlich den Absurdistan eher nicht so, da wird ja alles geschluckt, da kann man das Geld ja auch für rosa Elefanten rausschmeißen, keinen interessiert's. Aber ob man das dauerhaft so durchkriegt, dass man dann Milliarden jährlich in den ÖPNV buddert, wird sich zeigen. Gibt aber noch eine zweite Option, die für die Politik deutlich attraktiver ist, nämlich nicht aus dem bisherigen Haushalt Geld rauszunehmen, sondern einfach Zusatzeinnahmequellen zu schaffen. Beispielsweise GEZ. Man zockt also alle ab für was nur ein gewisser Teil nutzen will. Da packt man dann Stempel solidarisch drüber und dann klingt das ja auch ganz nett und Friede, Freude, Eierkuchen. Dass Leute beraubt werden, Leute enteignet werden, die keinen Mehrwert davon haben, keinen Nutzen daraus ziehen, das wird gelinde gesagt übergangen, das interessiert keinen. Man greift mit vollen Händen zu, man nimmt den Leuten was weg mit der Argumentation, sie könnten ja dann dafür auch Bus und Bahn fahren. Sofern das für diese Leute überhaupt in Frage kommt, da gibt es viele, viele Gründe, die dagegen sprechen. Unter anderem die Verfügbarkeit auf dem Land. Jetzt kommen wir nicht mit, wir wollen es doch ausbauen. Ja, wollen, hätte Fahrradkette. Aber auch ganz andere Banalitäten, wie beispielsweise der eigenen Lebenssituation. Viele ältere Leute sind nicht unbedingt mehr so gut zu Fuß, sind darauf angewiesen, dass sie mit ihrem kleinen Auto von der Garage aus losfahren können. Dann so ganz aus dem Alltag gegriffene Sachen wie, es passt halt einfach nicht zur Arbeitsrealität der Leute, viele Kundenbesuche, viel zu transportieren, Handwerker und so weiter und so fort. Oder aber auch einfach sicherheitstechnische Aspekte. So, ist ja nun auch so, dass im ÖPNV, je nachdem, wo man unterwegs ist, eine gewisse angespannte Sicherheitslage herrscht in Absurdistan. Und zu gewissen Uhrzeiten, möglicherweise in der Nacht, möchte man vielleicht gar nicht damit nach Hause fahren, weil man Sorge hat, dass man da auf, nennen wir es mal, eine gewisse kulturelle Bereicherung trifft, um das sehr politisch korrekt auszudrücken. Ja, das machen Absurdistaner auch schon, klar. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Heißt also, es gibt viele, viele Gründe, die dagegen sprechen. Auch der ganz banale, dass man sich nicht mit Sklavenlappen in so eine Sardinenbüchse quetschen will. Aber gut, das lassen wir jetzt mal, das kann man sicher hinten anstellen. Man kann also nicht sagen, dass 100% der Absurdistaner Interesse daran haben, mit diesem Service sich von A nach B zu bewegen. Was auch das gute Recht der Leute sein sollte, sollten sie selbst entscheiden, ob sie ÖPNV fahren oder eben nicht. Muss ich euch nicht erzählen. Jemanden dazu zu zwingen, etwas zu kaufen, was er gar nicht haben will, kritisch, macht man aber bei der GEZ ja sowieso schon. Wäre also jetzt nicht unbedingt abwegig, dass man da demnächst mit einer Zusatzsteuer ankommt, einer Solidaritätsabgabe für die ÖPNV-Nutzung. Damit dann alle Volljährigen oder wie auch immer zahlen müssen, damit die es wollen, dann kostenlos fahren dürfen. Hat mit Solidarität nichts zu tun, ist nämlich absoluter Diebstahl. Ja, wie gesagt, klingt ja Friede, Freude, Eierkuchen, aber drehen wir das Ganze mal um. Liebe Befürworter, die das gut finden, stellt euch vor, ihr müsst mir pro Monat eine gewisse Summe an Geld abdrücken, dafür, dass ich euch den Dienst bereitstelle, ab und an mal meine Katze zu streicheln, einen Fladdy mal zu knuddeln oder die Juna mal rumzutragen. Ich biete euch die Möglichkeit, sofern es für euch überhaupt in Frage kommt, weil ihr in der Region wohnt oder was weiß ich, unter gewissen Umständen. Ihr habt theoretisch die Möglichkeit, ab und an mal Juna und Fladdy zu knuddeln, müsst aber dafür Summe X pro Monat zahlen. Ist natürlich Bullshit, aber nur so als Beispiel. Ich will also von euch 20 Euro im Monat haben, dafür, dass ihr theoretisch Juna und Fladdy mal streicheln könnt. So. Warum ist das problematisch? Einige von euch haben gar keinen Bock, Katzen zu streicheln. Andere sind allergisch gegen Katzen. Der nächste wohnt einfach sonst wo, für den lohnt sich das nicht und so weiter und so fort. Trotzdem habt ihr ja theoretisch die Möglichkeit, wenn ihr in der Nähe wohnt, Juna und Fladdy zu streicheln, dafür müsst ihr mich bezahlen.
Merkt das selber nicht, was? Würden alle auf die Barrikaden gehen? Absolut berechtigt. Wäre ich sogar ziemlich pissig, wenn ihr nicht auf die Barrikaden gehen würdet. Aber komischerweise ist es dann wieder okay, wenn es einem selber offensichtlich was nutzt. Also dann ist es in Ordnung, aus Sicht vieler, dass man andere in eigenen abzocken darf. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also mit der Argumentation müsste es ja dann auch völlig legitim sein, wenn andere euch abzocken, weil die dann irgendeinen Vorteil draus ziehen. Ihr merkt also, nicht wahr? Beißt sich wieder ein bisschen in den Schwanz die Katze an der Stelle. Hoffentlich nicht meine Katze, sonst quietscht es nämlich gleich. Sind übrigens gerade alle beide da. Leute abzocken, nur weil man selber Profit daraus schlägt, ist niemals in Ordnung. Auch wenn man dann selber günstig Bahn fahren kann, ist ja schön für einen selbst, aber es ist unfair, dass andere dafür aufkommen müssen. Wenn man etwas will, dann muss man diese Leistung schon selbst finanzieren, beziehungsweise dann muss man für diese Leistung selbst aufkommen, um sie in Anspruch zu nehmen. Man kann nicht verlangen, dass andere das für einen tun. Ist schön, wenn die anderen das freiwillig machen, wenn man das so tun würde, dass man ein freiwilliges Abosystem aufbaut, dass jeder, auch wenn er es nicht braucht, dann einen günstigen Betrag entrichtet, damit andere fahren kann, dann ist es völlig in Ordnung. Sobald das aber auf Zwang basiert, andere unter Androhung und Durchführung von Gewalt dazu genötigt werden, etwas zu finanzieren, was sie selber gar nicht nutzen wollen, dann ist da eine rote Linie überschritten. Wenn das ein freiwilliges System wäre, dann wäre das sinnvoll, könnte man ausprobieren, ob es funktioniert. Aber traurigerweise ist es im Land Absurdistan ja eher so, dass die Absurdistaner genötigt, gezwungen und erpresst werden, dass sie es machen. Gucken wir uns aber mal einen Vorschlag an, der tatsächlich bereits existiert. Und da habe ich auch gedacht, oh, naja, das ist aber auch irgendwie ein bisschen sehr, sehr schräg. Man denkt nämlich über eine sogenannte Nutznießerfinanzierung nach. Und zwar soll die folgendermaßen aussehen, dass beispielsweise Arbeitgeber, Einzelhändler, aber auch Privatleute, deren Immobilien an Wert gewinnen, beispielsweise durch das Vorhandensein vom ÖPNV-Anschluss, dass die das zahlen sollen, über eine Sondersteuer. Die sollen dann eine Steuer entrichten, damit der ÖPNV finanziert werden kann. Nutznießer. Also auch hier das erste auf der Hand liegende Problem. Was ist denn bitte eine Wertsteigerung durch ein Vorhandensein eines Bus- oder Bahnanschlusses? Könnte man bei der Industrie noch sagen, okay, wenn die eine Bahnschiene haben, können sie direkt beliefert werden. Hat aber jetzt mit Einzelhändlern schon mal ein bisschen weniger zu tun, denn je nachdem, was es für ein Einzelhändler ist, da bringt ihm der ÖPNV-Anschluss nicht allzu viel. Besonders oder ganz, ganz kritisch wird es dann sogar bei irgendwelchen Privatimmobilien. Wenn ihr ein Privathaus habt und die euch eine Bushaltestelle vor die Nase setzen, wo dann zweimal am Tag Bus fährt, dann wollen sie euch eine Steuer abzocken dafür, dass eure Immobilie angeblich einen Wert gewinnt. Und da hat die Medaille eben auch wieder zwei Seiten. Es kann eben auch sein, dass die Immobilie sogar an Wert verliert durch einen ÖPNV-Anschluss. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, ist aber so. Je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist, je nachdem, was das dort für eine Lage ist, ist es mitunter sogar eher störend, wenn man da vors Haus eine Bushaltestelle gesetzt bekommt, einen ÖPNV-Anschluss hat. Gut, vors Haus ist jetzt vielleicht eher so die Ausnahmeregel. Aber es kann auch Szenarien geben, in denen es sogar kontraproduktiv ist, wenn ein ÖPNV-Anschluss vorhanden ist, weil das dann vielleicht die Ruhe in der Nachbarschaft stören könnte. Das ist einfach so ein ganz, ganz plattes Beispiel. Da will man gar nicht, dass da die Horden an Leuten durchmarschieren. Da will man seine Ruhe haben, da hat man sich irgendwo auf einer einsamen Insel Häuschen gekauft, da will man nicht, dass da ein Flughafen gebaut wird. Nur so zur besseren Vorstellung. Es ist also nicht gesagt, dass der Wert von Immobilien unbedingt steigt, wenn da irgendwo ÖPNV erreichbar ist. Das kommt nämlich ganz auf die Ansprüche der Eigentümer der Immobilie an. Bei einem Verkauf der zukünftigen Eigentümer ist es nicht pauschal gesagt, nur weil der Bus langfährt, ist das Ding mehr wert. Es kann auch das Gegenteil sein. Weil dann auch wieder Sicherheits- und Schutz- und Ruhebedürfnisse und sowas kommen. Ja, das sind alles Einzelfallbetrachtungen. Wir haben aber ein wundervolles Fallbeispiel dafür, wie es beispielsweise kontraproduktiv laufen kann in Sylt oder auf Sylt. Da gibt es ja nun aktuell die, nennen wir es mal, Marotte, dass sich Leute ein 9-Euro-Ticket kaufen, um nach Sylt zu fahren, einfach um sich da daneben zu benehmen. Soll jeder nach Sylt fahren, der will? Absolut, freies Land, gönnt euch das. Aber man kann sich doch vernünftig verhalten. Warum zur Hölle fährt man auf eine Urlaubsinsel, um sich da dann auf den Marktplatz zu setzen, sich zu besaufen und Müll rumzuschmeißen? Also bitte, so kann man sich in seinem Wohnzimmer verhalten, das muss man aber nirgendwo in der Öffentlichkeit tun. Heißt also, auf Sylt wäre das jetzt ein Szenario, wo das mit dem ÖPNV-Anschluss vielleicht sogar eher kontraproduktiv ist, weil man da, so eine Saufgelage nicht haben möchte. Könnt ihr euch gerne mal die Fotos dazu durchschauen. Ich verstehe es echt nicht. Also das ist weder hip noch cool noch sonst irgendwas. Es ist einfach erbärmlich, wenn man die Notwendigkeit verspürt, auf eine Insel zu fahren, um sich da daneben zu benehmen. Jetzt kommen wir nicht mit auf Mallorca, machen das auch, ist genauso erbärmlich. Dass man das aber nun medial gesehen feiert, dass es Leute finden, die das geil finden, ich kann es nicht nachvollziehen. Also was ist denn toll daran, wenn andere in die Ecken scheißen, Müll verteilen und grölend anderen Leuten auf den Sack gehen? Also das ist ein absolut asoziales Verhalten.
hat keiner einen Vorteil draus, kann mir auch keiner sagen, dass die da Spaß dran haben, die das machen. Das ist nämlich ein bisschen nur Blödsinn. Aber offensichtlich geht es mal wieder nur daran, anderen möglichst auf den Sack zu gehen. Ja, lassen wir das ÖPNV-Thema erstmal ÖPNV-Thema sein. Wir sehen also, ich habe es euch ja gesagt, man möchte mal wieder mit vollen Händen dazugreifen. Und nun steht im Raum eine Nutznießerfinanzierung. Wie lange es dauert, bis aus dieser sogenannten Nutznießerfinanzierung dann eine allgemeine Finanzierung wird, wo dann alle gefälligst zahlen sollen, weil ja alle Nutznießer sein könnten, das lassen wir mal offen. Schreit mal wieder nach Salamitaktik, aber schauen wir uns doch erstmal die nächste Thematik an. Da haben wir zwei Schlagzeilen, nämlich eine von der Bild-Zeitung, die ziemlich irreführend ist an der Stelle, halt in gewohnter Bild-Zeitungsmanier, und eine von NTV, die ist schon 2 Tage alt, aber die rückt das Ganze noch in ein etwas anderes Licht. Die Bild-Zeitung meldet nämlich ganz groß, dass es ein dickes Geldplus für Rentner und Geringverdiener gibt. Viel mehr Geld! Die Renten gehen durch die Decke und auch Geringverdiener profitieren. Kleiner Erinnerer, kleiner Reminder, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Kleine Erinnerung, so rum wäre es richtig. Inflation von Pi mal Daumen 10%, je nach Bereich auch mal gerne 50% an der Ladentheke. Da ist das dicke Plus relativ schnell ein dickes Minus. Wird nämlich aufgefressen von der Inflation. Also dickes Geld plus ist nämlich nicht viel davon, was auch ankommt bei den Leuten. Aber schauen wir uns das dicke Geld plus für die Rentner mal an. Ab 1. Juli steigen ja nun die Renten. Juna, Vladislav. Jetzt ist gut. Der kleine Fladdy ist gerade wieder motiviert zum Spielen. Juna eher nicht so. Im Zweifel muss ich sie rausschmeißen, wenn sie sich nicht benehmen. Also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Katzengeräusche vorhanden sind. Da will jemand kämpfen. Also ist hier so die tatzende Pfote gerade zu sehen. So, schauen wir uns mal das Rentenplus ab 1. Juli an. In Ostdeutschland bekommen die Rentner ab Juli 6,12% mehr Geld. Ihr merkt schon, Inflation 7,9%. Ist also im Prinzip, muss man gar nicht drüber reden, weil da kommt nichts bei an und nichts von an. Die Rentner verlieren de facto über 1% ihrer Rente an Wert. Real deutlich mehr. In Westdeutschland sind es 5,35% Rentenerhöhung. Und da gibt es immer so Beispielrechnungen. Vladislav, jetzt reicht's. Mensch, Kater geschnappt. Da gibt es immer so Beispielrechnungen, wenn man eine fiktive Rente von 1.000 Euro hat, während das in Ostdeutschland ganze 61,20 Euro, die es zusätzlich gibt, ja, bei 80 Euro Mehrkosten bzw. 79 Euro Mehrkosten, die man an monatlichen Ausgaben durch die offizielle Inflationsrate hat. Und in Westdeutschland wären es ganze 53 Euro, wo habe ich es denn aufgeschrieben? 53,50 Euro. Ja, könnt ihr euch auch selber ausrechnen, ist ja ganz einfach. Also in Ostdeutschland etwa 60 Euro plus, in Westdeutschland etwa 53 Euro plus. Bei Pi mal Daumen 80 Euro minus pro Monat könnt ihr euch ausrechnen, was da de facto unterm Strich rauskommt. Aber das ist noch nicht das Einzige, was dieses fette Geld plus ziemlich stark negiert. Es gibt nämlich auch noch den, nennen wir es mal, kleinen Nebeneffekt, dass mit dieser Rentenerhöhung etwa 100.000 Rentner zusätzlich nun steuerpflichtig werden. Also mit diesem fetten Rentenplus, von dem de facto nichts ankommt, im Gegenteil, sie zahlen immer noch 30 Euro mehr pro Monat, für dieses fette Rentenplus, wie die Bild so schön sagt, werden auch noch Steuern fällig. Über 100.000 Rentner zusätzlich müssen nun künftig Steuern entrichten auf ihre Renten, weil sie ja zu viel verdienen. Eigentlich müsste man den Freibetrag dann auch der Inflation angleichen. Man müsste also den Freibetrag angemessen der Geldentwertung raufsetzen, weil, naja, muss ich euch nicht erzählen, sonst zahlt man ja noch doppelt und dreifach drauf. Man geht nun aber von Seiten Absurdistanz davon aus, dass man etwa 730 Millionen Euro Mehreinnahmen haben wird. Durch dieses fette Rentenplus kriegt der absurdistanische Elfenbeinturm 730 Millionen Euro mehr aus den Taschen der Rentner, die in vielen Fällen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, eine Steuererklärung zu machen, weil sie halt einfach Rentner sind und vielleicht auch ein bisschen tüttelig und so. Die müssen also auch noch einen Steuerberater finanzieren. Ja, die Kosten können sie zumindest zum Teil absetzen. Die werden also mit Bürokratie überhäuft, obwohl sie in ihrem Ruhestand auf ihr bereits dutzendfach versteuertes Geld eigentlich freien, uneingeschränkten Zugriff haben sollten, in Ruhe und Frieden ihren Lebensabend genießen sollten. Nee, stattdessen bombardiert man die Rentner mit bürokratischem Bullshit, der sie letztlich nur Unsummen kosten wird. Das ist absolut absehbar. Und dann freut man sich noch darüber, dass man ja dann zusätzliche Einnahmen hat in Absurdistan. Also einfach mal darüber nachdenken, dass die Renten aktuell ein Niveau von 48% in Absurdistan haben, ausgezahlt werden aus Geldern,
die man über Jahrzehnte hinweg eingezahlt hat, deutlich mehr eingezahlt hat, rechnet euch das durch. Bei einer Abgabenlast von etwa 70% in Absurdistan kriegt man dann im Alter, nach 40 Jahren, in denen man über 70% abgegeben hat, kriegt man dann 48% seines Gehaltes als Rente. Er ist absoluter Abzocker, also merkt er selbst. Bitte einmal durchrechnen, was ihr einzahlt und was ihr am Ende dann rausbekommt. Und dann so die durchschnittliche Lebenserwartung. Und dann stellt ihr mal die Summen gegenüber und werdet sehen, ihr macht ein paar hunderttausend Euro Verlust in der Regel. Aber klar, alles nur Verschwörungstheorie. Könnt ihr jeder selbst durchrechnen. Setzt euch da mal 10 Minuten ran, guckt euren Rentenbescheid an, guckt an, was er pro Monat, pro Jahr an Steuern einzahlt und dann freut euch. Oder eben auch nicht. Aber dann erkennt er die Abzocke und dann seht ihr das vielleicht ein bisschen weniger mit einer rosa-roten Brille. Es ist bereits jetzt so, dass im Jahr 2020 64% der Rentner Steuern zahlen mussten. 64% der Renten, bereits versteuertes Geld, von dem ein Bruchteil wieder zurück ausgezahlt wird, wird nochmal versteuert. Ja, chapeau. Ja, so kann man die Absurdistaner halt melken wie irgendwelche, was weiß ich, naja, eierlegende Wollmilchsäure. Und die Absurdistaner freuen sich auch noch und nicken und klatschen, weil sie ja dann ein 9-Euro-Ticket zugeworfen bekommen, als kleine Steckchen, so ein Leckerli. War das scharf brav, kriegt sie ein bisschen Heu hingehalten. Naja, dass ihr euch euer 9-Euro-Ticket auch zum regulären Preis leisten können würdet, wenn ihr nicht 70% Abgaben lasst, plus knapp 10% Inflation hättet, muss ich euch nicht sagen. Ihr könntet da auch 90 Euro pro Monat zahlen, ohne große Probleme. Das ist nämlich das Geld, was der absurdistanischen Gier zugeht und das sind deutlich höhere Beträge. Könntet ihr wahrscheinlich sogar 900 Euro pro Monat ohne Probleme für den ÖPNV zahlen, wenn ihr das wolltet. Aber gut, das Geld muss ja der Elfenbeinturm bekommen, damit Gloria so viel schön reißen kann, damit der Papa genug Geld hat, um sowas zu finanzieren. Um das mal ein bisschen plakativ zu bezeichnen. Ja klar, sie bauen ja auch Straßen damit und eine öffentliche Infrastruktur und das Bildungssystem. Moment, welches Bildungssystem? Dass das weggammelt? Ja, okay. Und der digitale Ausbau. Achso, die Funklöcher werden damit auch finanziert. Ihr versteht schon, das Geld, was eingezahlt wird, kommt zu ganz, ganz geringen Teilen nur dort an, was uns propagiert wird. Dass ja der Staat erhalten wird. Der wird erhalten, passt schon. Aber dass ja die Infrastruktur erhalten wird und das Gesundheitssystem, was wir übrigens gesondert finanzieren über die Beiträge. Aber okay, uns wird immer erzählt, die Steuern werden jetzt zu unseren Gunsten verwendet. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was unsere Gunsten sein sollen, wenn man ein paar hundert Milliarden in die Ukraine verschiebt, aber nehmen wir einfach mal so hin. Muss ich euch auch nicht erzählen. Ihr seht also, das, was uns erzählt wird, hat nicht allzu viel mit dem zu tun, wo das Geld tatsächlich hinfließt. Aber ist ja alles nur Verschwörungstheorie, ist ja Rechtspopulismus, nicht wahr? Blöd halt, dass es sich schwarz auf weiß belegen lässt, aber darf man ja nicht drüber reden. Nun, also künftig etwa 6 Millionen Rentner in Summe von 83 Millionen Absurdistanern, die Steuern zahlen müssen. Doppelt und dreifach das besteuern, was sie erwirtschaftet haben. Und da wird sich dann auch noch drüber gefreut, oder soll sich drüber gefreut werden, dass sie ja 50 Euro im Monat mehr kriegen. Seid gefälligst dankbar! Verbeugt euch, küsst dem Elfenbeinturm die Füße. Ach ja, die Rentenerhöhung von 50 bis 60 Euro pro Monat könnte man vielleicht auch mal gegenüberstellen mit der Diätenerhöhung im nordrhein-westfälischen Landtag um über 234 Euro. Das eine ist das andere. Aber lass mal die Renten mal Renten sein. Ihr seht also mal wieder absolute Verarsche, auf Deutsch gesagt. Gucken wir uns eine Meldung aus der Weltzeitung an, die vielleicht die beste Demokratie aller Zeiten so ein bisschen in einer Nussschale zusammenfasst. Wir schauen nämlich mal nach Thüringen. Dort gibt es nun Ärger um einen Windfrieden. Worum geht's? Auch in Thüringen möchte man am liebsten überall Gretelmühlen hinstellen. Ja, genau die Dinger, die, wenn der Wind nicht bläst, de facto 0 Kilowattstunden Energie erzeugen. Aber man kann ja wundervoll Subventionen für abgreifen. Nach 20 Jahren lässt man die Dinger dann halt irgendwo verschrotten, was dann auch wieder Kosten verursacht, die mutmaßlich wir bezahlen können. Aber gut, die Gretelmühlen, die nicht grundlastfähig sind, sollen auch in Thüringen ausgebaut werden. Und da streitet man sich seit geraumer Zeit schon damit herum, wie nah die an Wohngebäuden stehen dürfen. Und nun hat die CDU einen Gesetzesentwurf eingereicht, der mit Unterstützung der AfD auch eine Mehrheit bekäme, um einen verbindlichen Mindestabstand festzulegen, dass diese Windräder maximal mindestens 1000 Meter von Wohngebäuden entfernt stehen müssen, maximal auf 1000 Meter Nähe ran dürfen, also einen Kilometer von Siedlungen weg sollen. Finde ich persönlich sehr gut, denn probiert das aus, auch hier wieder eigene Erfahrungen. Setzt euch mal entspannt in so einen Windpark, nehmt euer Buch, setzt euch zwischen diese Windräder hin oder 100 Meter von diesen Windrädern entfernt, legt euch auf die Wiese, versucht ein Buch zu lesen, ihr werdet durchdrehen an einem sonnigen Tag. Warum? Ihr habt einen permanenten Schattenwurf. Wenn ihr gemütlich entspannen wollt, auf eurem Liegestuhl, auf eurer Decke mit eurem Buch lest und da ständig diese Schatten durchkommen, ihr kriegt einen zu viel.
Muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Probiert es einfach aus. Das will man nicht neben seinem Garten stehen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Die propagieren, dass es gern hätten, sind die Ersten, die auf die Barrikaden gehen, wenn ihnen so ein Ding in das Haus gestellt wird. Man will also nun solche Situationen verhindern. Man möchte vermeiden, dass Leute dadurch de facto, naja, in ihrer Lebensqualität eingeschränkt werden. Man will die Dinger mindestens 1000 Meter entfernt stellen, was ich sehr sinnvoll finde. Abgesehen davon, dass es ohnehin abstrus ist, wo die Teile überall stehen sollen. Teilweise werden da riesengroße Schneisen in die Wälder geschlagen. In Natur, na, Naturschutzgebiet nicht, aber da, wo eigentlich sinnvoll sich die Flora und Fauna entfalten können sollte, wollen sie Windräder hinstellen, die, naja, nach 20 Jahren spätestens eh wieder abgerissen werden, riesen Fundamentbodenversiegelung und so. Dann heult man aber wegen Überschwemmungen und weil der Boden ja kein Wasser aufnehmen kann. Ja, warum wohl? Wenn da riesengroße Betonfundamente drin sind, wo sollen das denn abfließen? Aber klar, auch alles nur Verschwörungstheorie, hat nichts mit nichts zu tun. In Thüringen soll nun also ein Gesetzesentwurf der CDU durchs Parlament gehen, der eine Mehrheit finden würde, die den Grünen, Linken und wer da sonst noch alles mit rumschaltet, überhaupt nicht passt. Denn how dare you? Der Entwurf kriegt eine Mehrheit, weil die AfD mit dafür ist. Ja, das nennt man Sachpolitik. Also ist ein Thüringer Problem, wie der CDU-Vorsitzende gesagt hat, dass eine Thüringer Lösung erfordert. Ist eigentlich demokratisch, dass man da nach Mehrheit abstimmt und eigentlich jetzt nicht nach Fraktionszwang. Man stimmt jetzt nicht ab von wegen, der sagt das, da muss ich was anderes sagen, das ist Blödsinn. Man stimmt eigentlich sachbezogen ab, so wie es sinnvoll ist, so wie es wirklich einen Nutzen ergibt. In der absurdistanischen Politik nicht mehr, denn es wäre ein Dammbruch, wenn die CDU einen Antrag durchbekommt, für den die AfD stimmt. Was da jetzt so schlimm dran sein soll, ich kann es euch nicht sagen, ist eigentlich völliger Schwachsinn. Ist offensichtlich auch völlig in Ordnung, wenn irgendwelche Linksextremisten dafür stimmen, dann juckt das keine Sau. Aber das ist ja so deren Mentalität. Ein Antrag, für den die AfD stimmt, der darf ja nicht durchgehen. Und nun fordert der Kevin, der Callcenter Kevin, ich hätte es fast gesagt, der Callboy Kevin, aber ich glaube nicht, dass jemand diesen Service in Anspruch nehmen wollen würde. Na, vielleicht die lang wie breit. Aber der Kevin, der fordert nun den Merz auf, Autorität zu zeigen. Es wäre Führung notwendig. Der Merz soll von oben herunter durchdiktieren, dass die Thüringer CDU das unter gar keinen Umständen machen darf. Also so, das nennt man dann Demokratie, Kevin. Da soll ein Gesetzesentwurf, der sinnvoll wäre, offensichtlich auch von den Bürgern so gewünscht ist, da soll ein Gesetzesentwurf zurückgezogen werden, in dem der Parteivorsitzende von oben, dass die Knall gibt, ihr dürft das nicht machen, die also an die Leine legt, die Demokraten, die freien Abgeordneten, nur ihrem Gewissen unterworfen, weil die falschen anderen Abgeordneten dafür stimmen könnten. Das ist Demokratie, das ist demokratisch, Kevin? Also es ist eure Demokratie, richtig? Ah ja, das ist ja wieder das unsere Demokratie, die ja nicht allzu viel mit der eigentlichen Demokratie zu tun hat. Ist aber schön. Da soll nun ein Antrag torpediert werden. Die CDU soll ihn nicht einreichen dürfen, weil die Falschen dafür stimmen. Ah, ja, das ist eine interessante Logik, die nicht allzu viel mit irgendeinem rationalen Nachdenken, mit irgendwas Vernunftbasierten zu tun hat, ist halt ideologischer Wahn. Schön aber, dass man nun von Seiten der aufrechten Demokraten fordert, dass da gefälligst autoritär durchregiert werden muss, dass das gar nicht, dass der Antrag, der Gesetzentwurf nicht eingereicht werden darf. Ach so? Mhm. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ist das das beste Absurdistan aller Zeiten? Ist das eine lupenreine Demokratie? Fällt jemandem nicht, dass jemand anderes für diesen Gesetzentwurf stimmt? Der würde auch durchgehen. Na klar, die Grünen, die kotzen natürlich. Das sind ja ihre Lobbyisten, die ihre Einnahmequellen davon schwimmen sehen, ihre Subventionen davon schwimmen sehen. Die Grünen, die kotzen also. Die Linken, die kotzen genauso. Die hängen ja auch mit drin. Und das muss verhindert werden, weil die Falschen es ja mittragen würden. Ja, und sowas wird uns als Demokratie verkauft. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man eigentlich drüber lachen. Sache ist nur, es ist halt traurig und naja, versteht ihr alle selbst. Nun bieten die Grünen einen Windfrieden an. Die Grünen bieten an, für mich klingt das nach Erpressung oder Nötigung, aber gut, die Grünen bieten der CDU an, dass sie gesprächsbereit wären mit der CDU, wenn die CDU den Gesetzesentwurf zurückzieht. Liebe Grüne, die CDU kriegt diesen Gesetzesentwurf durch, sie haben eine Mehrheit dafür. Sie sind nicht darauf angewiesen, von euren Gnaden nochmal mit euch drüber zu reden. Also vielleicht mal so ein bisschen die Dimension bedenken. Den Ist-Zustand. Aber schön, dass die Grünen jetzt einen Windfrieden bieten und sagen, wir würden ja mit euch drüber reden, aber zieht diesen Gesetzesentwurf zurück. Und Grundlage unserer Diskussion ist unser Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen. Ach, hat aber mit Thüringen nichts zu tun. Also ihr seht wieder, was da für ein Irrsinn abgeht. Die Grünen sind an der Stelle Bittsteller. Die können mal nicht nachfragen, ob man nochmal drüber reden kann. Tun sie aber nicht. Die stellen sich hin und fordern. Zieht das zurück, dann sind wir so großzügig reden mit euch drüber. Und vielleicht finden wir da eine Lösung. Die Lösung ist doch nicht da. Die Mehrheit für den Antrag ist da. Es ist offenbar zugunsten der Bevölkerung. Wie gesagt, die am lautesten schreien, es müssen überall Windräder hin, sind die, die es am wenigsten vor ihrem eigenen Haus haben wollen. Das immer noch so ein bisschen mit Bedenken. Und
man ist offenbar völlig in dieser Mentalität. Man selbst ist so über den Sphären, über den Sphären schwebt, über alle Erhaben jetzt von Seiten der Grünen. Man macht ein großzügiges Angebot. Wir reden ja nochmal mit euch, aber euer Antrag, der muss weg. Der Antrag, der auch ohne die Grünen durchgehen würde. Ja, stattdessen versucht man mal wieder die ganze Republik aufzurühren, denn how dare you, da muss es ja Parteiausschlüsse und Konsequenzen geben, wenn die CDU diesen Antrag einreicht. Also wo sind wir denn mittlerweile angekommen? Es ist echt lächerlich. Es ist absolut erbärmlich, was diese Leute abziehen und dann auch noch als Demokratie verkaufen wollen. Aber irgendwie überrascht es auch keinen so richtig. Im besten Absurdistan aller Zeiten, wo Wahlen rückgängig gemacht werden, Thüringen, wo immer noch keine Neuwahlen stattgefunden haben, das nur so dazu, der Ramelow in keinster Weise legitimiert wäre, unter normalen Umständen hätte man den Kemmerich nicht aus dem Amt gemobbt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Bedrohungen und, naja, auch Familie bedroht, war ja ein freiwilliger Rücktritt. Freiwilliger Rücktritt nach massiven Drohungen. Aber klar, alles freiwillig. Ramelow also in keinster Weise irgendwo noch legitimiert, Neuwahl hätte bereits letztes Jahr stattfinden sollen, vorletztes Jahr schon stattfinden sollen, ist immer noch nichts passiert, lupenreine Demokratie, aber sich hinstellen und kotzen, dass ein Antrag, ein Gesetzesentwurf, eine Mehrheit findet, die einem selbst nicht passt. Es erinnert mich ein bisschen an DDR-Zustände. Das Zentralkomitee diktiert irgendwas, man hat so eine Pseudo-Opposition, die hat aber de facto nichts zu sagen. Heißt also, wenn da irgendwas nicht passt, dann regiert das SED-Zentralkomitee einfach von oben durch und dann wird das wieder ins Lot gebracht, dann geht alles wieder seinen sozialistischen Lauf. Also diese Leute können mir doch nicht erzählen, dass es irgendwo eine Demokratie wäre. Aber man versucht ja dann das Narrativ aufzubauen, die demokratisch gewählten Parteien. Es ist ja wirklich so. Stellt sich hin und erzählt die demokratischen Parteien. Also nochmal, grundsätzlich ist die Struktur jeder Partei demokratisch, das geht ja gar nicht anders. Wie man sich innerhalb der Partei verhält, siehe von oben herunter durchregieren und so, ist nochmal was anderes. Aber jede Partei, die irgendwo in dem Parlament vertreten wird, ist demokratisch gewählt. Geht, wie gesagt, funktioniert nicht anders. Dass man sich aber selber, dass man sich hinstellt und sagt, wir sind demokratisch gewählt, die und die und die sind es nicht und deswegen sind wir die einzigen echten Demokraten und wir haben dann die Deutungshoheit, das zeigt wieder dieses antidemokratische Verständnis. Man selber sagt, ihr seid nicht demokratisch, was passt uns nicht. Da hättest du mal ein paar unterm Kartoffel stehende Behörden drauf, die dann noch irgendwelche Pseudobeweise finden, dass die angeblich nicht demokratisch sein sollen, die man aber selber auf der Gehaltsliste stehen hat wiederum. Und dann hat man sich da so perfekte Narrativ geschaffen, um jeden unliebsamen Antrag, jede Kritik, alles abbiegeln zu können. Man kann ja einfach sagen, das sind ja gar keine Demokraten. Während man selber Wahlen rückgängig macht, Neuwahlen verschleppt, Neuwahlen verhindert und so weiter und so fort. Schön, oder? Man schafft einfach ein Wahrheitsministerium, das selbst definiert, was Demokratie ist und was nicht. Und wenn man sich selbst den Stempel aufdrückt, man wäre aber Demokrat, dann darf man auch alles. Dann kann man zentralistisch durchregieren, dann kann man Grundrechte aushebeln, Grundgesetz ändern, alles kein Problem. Man muss sich selber nur in der Öffentlichkeit als Demokrat verkaufen. Ja, denkt darüber, was ihr wollt, ist eure Sache. Ich finde es wirklich lächerlich. Dann sollen sie doch bitte aufhören zu lügen. Dann sollen sie doch zugeben, dass sie, naja, offensichtlich nicht allzu viel von Demokratie halten. Aber dieses Verhalten in Thüringen, das zeigt mal wieder diese komplette absurdistanische Mentalität. Selbst die Thüringer CDU hat nun mitgeteilt, ja, dieses Berliner ideologische Vorgehen, das hat halt nichts mit der Lebensrealität der Menschen zu tun. Also Glückwunsch zur Erkenntnis. Aber kommen wir erstmal zum Ende. Haben wir uns 5 Nachrichten angeschaut. Ich werde mir noch was zu essen organisieren, noch ein bisschen Karten spielen gehen und wir sehen uns dann später wieder. Hier ist Klein Flatt. Juna habt ihr ja auch schon gesehen. Die war auch gerade eben noch mit anwesend. Die ist aber schon wieder hochgelaufen. Lasst euch also erstmal nicht ärgern. Schlaft alle gut. Macht euch noch einen wunderschönen Pfingstmontag bei hoffentlich ähnlich gutem Wetter. Und dann schauen wir mal, was Absurdistan morgen so für uns bereithält. Deshalb bis dann.